damit willkommen zu einer neuen Episode von uns Tower Defense 5. Mit dabei ist der Matthias. Wir sind ja schon fast fertig. Ja, wir sind schon in Runde 81 und jetzt wollen wir mal gucken. Also, ich würde mal sagen, wir können jetzt eigentlich gleich schon den ersten Tempel des Affengottes. Naja, wir müssen erst alles andere drumherum bauen, was quasi der Tempel des Affengottes also, dann aufsammeln soll. Da ist der andere Super Monkey, da ist der Magier, da ist die. Das reicht noch nicht. Die Rakete. Das reicht noch nicht. Ich baue jetzt von allen, baue ich jetzt mal was dahin. Warte mal. Magier Sauger haben können wir. Können wir auch einen Sauger dahin bauen? Was kann er denn dann? Das weiß ich nicht genau. Warte mal, Klebstoffschütze. Nagelding da rein. Ja, warte mal, wo du das Nagelding? Ich baue den Bumerangaffen. Aber das Nagelding, ich weiß nicht. Ich habe ja auch schon nicht mehr so viel Platz. Warte mal. Kanone hast du, ne? Dann baue ich noch den Pionier. Boah, ich weiß nicht, in welchem Umkreis er das dann wegbaut. Ja, wie der Radius ist von dem Supermonkey halt, ne? Ja, dann ist alles weg. Nö, wir entfernen ja vorher das Affendorf. Warum? Also, weil das Affendorf den Radius enorm erhöht von dem Supermonkey. Verstehst du? Ah, okay. Bau mal, nimm mal das Affendorf weg. Verkauft, ne? So, jetzt setze ich den in die Mitte, aber ein bisschen weiter nach unten. Dass quasi meine Bananenplantagen erstmal noch bleiben. Warte mal, super Reichweite. Oh, jetzt habe ich schon einen Fehler gemacht eigentlich. Jetzt werden zwei Sachen weggehen gleich, aber ist egal. So, pass mal auf. Wir gucken jetzt mal nach. Also. Ah, Gott der Sonne und Tempel des Affengoldes. Möchtest du weitermachen? Ja, bitte. Ja, habe ich nämlich gesagt. Okay. Also beide jetzt, wenn ich jetzt meinen auch drücke, dann stehen die aufeinander oder macht der deinen dann auch weg? Ach, deiner lebt noch, ne? Der hat nur Sachen von mir entfernt, quasi. Genau. Wenn ich jetzt meinen auch mache, mal gucken, soll ich was er dann macht? Mach mal deinen. The Temple demands a heavily do it. Ja, okay, stehen die nebeneinander. Er ist schon mal gut. Das ist schon mal gut. Okay, guck mal, was der jetzt raushaut. Tornado und die Dinger. Also achtet mal drauf, wir haben alles aktiviert, was geht, weil sich viele Leute gewünscht hatten, wie weit können wir es. Habe ich trotzdem die Fähigkeiten noch? Ne, die sind natürlich jetzt weg, aber der kann noch so eine andere Fähigkeit. Was ja, der geht ein bisschen ab. Hey, du hast das doch schon mal gespielt! Nicht mit der Fähigkeit. Hatten wir schon mal, ja. Vor allem achtet mal auf die Leben, achtet mal auf das Gold, also auf die Dollar, das ist unfassbar. Denn ja, viele haben sich gewünscht, wie weit können wir gehen, und jetzt gehen wir nämlich weiter und machen nämlich weiterspielen. Keep playing? Jawohl! Also ich weiß nicht genau, wie wir das mit den Folgen jetzt machen, weil wir wollen echt mal sehen, wie viel wir einfach schaffen. Kann sein, dass wir zwischendurch mal einen Cut reinhauen. Und vor allem wird das ja jetzt, ich gebe mal dieser Runde, jetzt gebe ich erstmal noch was aus, pass mal auf, so. Ich habe auch noch 184.000, ich kann auch sofort noch einen bauen. Ja, aber pass mal auf, wir machen das jetzt wie folgt. Ich baue hier hinten in das Löchchen auch erstmal wieder von allen. Ich verkaufe erstmal die, so. So, so. Ja, dann mache ich nach oben. So. Ich weiß gar nicht, ob das auch richtig ist, so, aber ich habe das mal gelesen, oder beziehungsweise ich glaube, der Don Seppo hatte mir das mal gesagt, dass das so ist, also aus dem Mobile Firma Klein, der Don Seppo, dass das so ist, dass dann alle Fähigkeiten übernommen werden. So. Du noch dahin. Und ein Kanötchen. Das ist alles, was im Umkreis ist. Ich habe jetzt nicht alles genommen, glaube ich, aber immerhin, zumindest fast. Hubschrauber passt, glaube ich. Komm, das reicht doch auch hier. Ich weiß nicht, wenn ich den Hubschrauber setze, ob das dann noch passt. Wir probieren es mal aus. Ja, ich muss das Spiel immer im Neuen zerlegen, deswegen kommen noch die Meldungen hier. Moment, also. Ja, hab ich mir nämlich gedacht, dann passt der nämlich nicht mehr. Dann muss ich ihn verkaufen, Mami. So. Ja, muss ich leider zwei davon opfern, meiner Bananenplantagen. Ist aber egal. So, diesmal mache ich nämlich nicht den Fehler, dass ich die Reichweite direkt hochkloppe. Diesmal mache ich nämlich erst Tempel des Affengoldes, bam. Ah, mein U-Boot hat er auch mit einkassiert, okay. Ich kloppe nämlich jetzt die Reichweite hoch. Oh, jetzt hat er meinen anderen weggemacht. Hä? Jetzt hat er meinen anderen Tempel weggemacht. Wieder einen anderen ja, der war doch in der Reichweite, du Dödel. Ja, ich dachte, die bleiben zu. Nein, der macht alles weg, was in der Reichweite ist. Ja, dann hat er aber doch jetzt von dem anderen Tempel die Fähigkeiten, weiß ich nicht. Oder? Das weiß ich nicht. Ich kann es mal, googeln, aber das ist... Tut mir leid, dass deine Dummheit von diesem Spiel nicht unterstützt wird. Hat ihm ja geschrieben, euer Ehestreit nervt. Dass er zumindest die 100.000 Dinger da behält, das hätte ich zumindest jetzt erwartet. Ich gucke mal nach, also. Aber mehr kann ich jetzt eh nicht setzen. Wie heißt das auf Englisch, das Viech? BTD5 und dann? Temple of... Warte mal, ich muss mal einen neuen Affen bauen, dann kann ich dir das sagen.
Oh, da geht er schon gut ab, 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 da geht er schon gut ab. Bam, 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 bam. Wie weit werden wir kommen? 7737 Leben. Ah, Tempel, das ist egal. Was? Keine Ahnung. Ich kann es jetzt nicht googeln, dann muss ich es ja bauen. Tempel of the Monkey God. Ja. Tempel des Affengottes, ja. So, ich bin mal gespannt, wie viel Leben wir schaffen. Ich möchte so auf jeden Fall 10.000 Leben möchte ich auf jeden Fall noch kriegen. Also wir machen es erstmal so, dass wir es jetzt erstmal so weiterlaufen lassen, wie es jetzt hier ist. So, bis wir ungefähr so noch ein paar Leben haben. Und ich mal eben nachgeguckt habe, wie das sich jetzt gestaltet mit den Sachen. Aber guck mal, ey. Wie viel auch einfach kommt, ne? Wie viel einfach ab Runde 85 das einfach immer, immer exponentiell ansteigt. Ja. Aber wir waren doch schon in Runde 110 oder so mit zwei Affentempeln. Also muss das ja noch... Moment. Immer so scheiß Werbung, wo du dann nicht mehr rauskommst. Ja. Ah, Tempel des Affen, Gold ist so. Oh, Fähigkeiten schnell zünden. Runde 91. Geht doch noch gar nichts. Gibt es denn hier nicht irgendwo eine... Gibt es irgendwo etwas, wo ich das mal lesen kann, was das da ist? Ja, auch nicht. Du bist doch gerade am Rechner, kannst du das nicht mehr eben nachgucken? Warte mal. Man kann auch die nicht mehr sehen, warte mal. Temple of the Monkey God. Temple of the Monkey God. Die Monkey God. Weil nämlich jetzt, wenn ich ins Bloons-Wiki gehe, dann kommt immer so eine Wix-Werbung. Du hast gewonnen. Du hast ein iPhone gewonnen. All nearby towers will be sacrificed, enhancing the temple's already awesome power in different ways. Proceed at your own risk. Aber da steht ja nur in different ways. Da steht ja nicht, was genau dann... Ja, die verbessern den Tempel, okay. Na gut, wir haben jetzt gerade drei Stück. Wir haben 8000 Leben. Also müssen wir mehr Leben geben hier. Mehr, 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 immer mehr. Ich weiß echt nicht, wie weit das gehen soll. Pass mal auf, wenn ich das aktiviere, dann kommen auch Blitze und so, voll geil. 8.227 Leben. Da kommen nämlich jetzt die Blitze. Bam, 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 bam. Ich hatte überlegt, den Rest vielleicht voll zu bauen, einfach nur mit normalen Superman-Gest. Es reicht eigentlich schon fast, ne? Ja, ich will aber auf jeden Fall einen Tempel des Affengoldes will ich noch bauen. Ja, wo kriegst du ja noch einen hin? Ich kriege ja noch zwei sogar hin. Ich brauche meine Äffchen mal ein bisschen nach außen da. Ach ey, du brauchst jetzt noch die anderen Äffchen auch noch. Ja, ja, mal gucken. Ich hätte ja echt noch ein bisschen gerne ein paar Leben mehr, aber das geht nicht. Und geldtechnisch ist das gerade auch nicht so gut. Gerade mal 2,5 Millionen. Vollkommen krank. Wie weit können wir gehen? Ich glaube, wir sind fertig, wenn Bloons Tower Defense 6 rauskommt. Eventuell, ja. Dann müssten wir finish sein. So, ich zünde nochmal zweimal die Fähigkeit. Das ist echt krank einfach. Ich wüsste auch gar nicht, wann das zum Ende kommt. Ich wüsste es nicht. Ich wüsste nicht, wann das jemals zum Ende kommen sollte. Was ist das Maximum? Was ist das Maximum an Level, die du kriegen kannst? Ja, es werden gleich irgendwann 10.000 von den Grünen da rausgefahren kommen. Dann ist aber irgendwann Feier. Ja, was war denn? Wir hatten das doch schon mal. Ne, warte mal. Ich hatte das, glaube ich, schon mal so Runde 116 oder so. Aber was ist denn wirklich das Maximum, was du kriegen kannst? Keine Ahnung. Ja, es ist ja wahrscheinlich auch theoretisch Feierabend, ist es ja unendlich. Sich aufhängt oder so. Theoretisch ist es ja. Das glaube ich nicht. Ich glaube, irgendwann ist die Steigerung so krass, dass du halt nicht mehr hinterherkommst mit dem Geld. 8300 Leben. Fähigkeit immer wieder am Zünden. Alter. Alter, ist das krass. Vor allem, wenn man jetzt auch noch ein Affendorf bauen würde, ne? Ja, aber er hat gerade auch ein paar Bloons hat er gerade auch eingefroren. Also die Fähigkeit hat er definitiv auch aufgenommen. Das hat er übernommen. Vielleicht sollten wir wirklich mal ein Affendorf bauen, damit die Tempel alles, damit nicht irgendwas gleich... Ja, ich mach's mal eben. Warte mal. Ich baue mal eben eins. Aber wobei, das war jetzt wieder eigentlich blöd. Weil ich weiß nicht genau, wie das gleich mit der Reichweite aussieht. Wenn ich da wieder einen neuen Affen baue. Aber gut, den kann ich ja, ich kann das Dorf auch wieder entfernen dann. Naja. Guck mal, wie viel ich noch hab.
Vor allem ist jetzt das Affendorf, hat das Affendorf jetzt auch noch eine Fähigkeit. Das bedeutet, die gehen dann noch mehr ab. Dann hauen die noch mal einen extra einen raus. Alter, das ist aber auch echt schon kranke Nummer jetzt hier. So, zack, zack, jetzt kommt nämlich die Fähigkeit und dann geht's richtig rund. Vor allem, wie schwer das jetzt schon ist. Stell dir mal vor, du hättest das nicht mit den ganzen Add-ons hier gemacht. Mit den ganzen Specials. Dann, deswegen haben wir es auch nie über Runde 87 geschafft. Mhm. Ja, die Fähigkeit ist auf jeden Fall Gold wert. Alter Schwede. Ich würde aber sagen, nach dieser Runde machen wir auf jeden Fall nochmal eben einen Cut, oder beziehungsweise wir beenden die heutige Episode. Und morgen werden wir sehen... Gucken wir, wo wir noch landen können. Wir spielen es jetzt weiter. Ich weiß nicht, ich denke mal, wir werden auch noch einen Cut machen und dann werde ich die paar Runden auf jeden Fall noch im Zeitraffer euch einblenden. Dann will ich mal sehen, wo wir denn landen können. Wir sind ja gerade mal Runde 98, was eigentlich insgesamt schon viel ist. Aber da kommt ja noch so viel. Ab 110 können wir mal weiter aufnehmen, würde ich sagen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder bei Bloons Tower Defense 5. Dann werden wir sehen, wie weit wir kommen. Wer weiß von euch, wie weit es gehen kann oder was ihr schon geschafft habt, schreibt es mal in die Kommentare. Und dann bis morgen. Tschüss. Tschüss. Ja gut, ich habe ja als Mauszeiger dein Gesicht, von daher, das erkenne ich schon mal ganz gut. Ja, das ist dein Gesicht. Das war's. Ah, du bist so ein Ficker, ey. Ich sag's dir doch, ey.